Hey ho und willkommen zurück zu Pokémon Phantomkristall. Wir haben in der letzten Folge den bösen Priester und seine Vasallen besiegt und haben den guten alten Schöpfer hier, beziehungsweise so alt sieht er gar nicht aus, den netten und gütigen, sag ich mal, Schöpfer gefunden, der uns den Auftrag gegeben hat, den wir sowieso schon hatten fast, aber der uns den Auftrag gegeben hat, Team Phantom weiterhin zu verfolgen. Und das werden wir jetzt auch machen. Raus aus dieser dunklen Geisterwelt und rein auf unsere Jagd nach Team Phantom. Und da sind wir wieder in unserer richtigen bzw. Parallelwelt, die wir ja schon vor einigen Folgen gekommen sind. Und sind hier in dem Raum. Okay, wir haben die Welt lebendig verlassen, aber in dem Raum, in dem wir auch in die Welt gekommen sind. Ich würde sagen, wir latschen den ganzen Weg mal zurück und gucken, was die Hoteltante zu uns sagt an der Rezeption, dass wir wieder back in business sind. Oh, diese Treppen, ne? Ich finde die so schlimm immer. Man muss sich immer daran gewöhnen. Du lebst ja noch. Ja. Wir haben uns schon solche Sorgen gemacht, als du den Schlüssel für dieses Zimmer genommen hast und dann so lange weg warst. Wir haben gedacht, dich hätte es auch erwischt. Aber nein, du bist nicht plötzlich verschwunden. Du stehst nun hier. Und das bedeutet... Der Fluch dieses Zimmers wurde gebrochen. Ja, fast. Wir sind ja so froh. Jetzt brauchen sich die Gäste nicht mehr zu fürchten. Und du? Selbstverständlich darfst du dabei auch nicht leer ausgehen. Wir bereichen dir hiermit nun herzlich den Zimmerschlüssel für das Zimmer 013. Für immer. Aha, ich weiß ja nicht. Freu dich, denn ab heute bist du ein Stammgast. Mit deinem eigenen Zimmer. Wir wünschen dir viel Freude damit. Ja, vielen Dank. Der Smiley beschreibt es ganz gut. Was soll ich damit? Da, ob wir da nochmal zurückkehren werden, das weiß ich nicht. Hab jetzt nicht nochmal Spaß, in die Geisterwelt einzutauchen. Da bleiben wir lieber hier in unserer süßen Paralleldimension. So, nun mache ich mich auf, Team Phantom aufzuhalten. Ah, Mist, ich habe ja ganz die Halskette der Dame vergessen. Halt mal, kann es etwas sein, dass sie mich nur in die Geisterwelt locken wollte? Wie gemein. Dass dir das jetzt auffällt, Herbert, Hammer. Na, wenn das so ist, brauche ich mich ja nicht schuldig zu fühlen, wenn ich ihrem Gefallen nicht nachgegangen bin. Das ist korrekt. Hätte es auch früher drauf kommen können, so oft wie sie sich versprochen hat, aber gut. Wie sehen unsere süßen Pokémon aus? Full Life, sehr schön. Das Ei ist immer noch nicht geschlüpft, das ist doof. Die sehen ein bisschen creepy aus, die möchte ich jetzt auch nicht ansprechen, wenn ich ehrlich bin. Fahrrad können wir hier nicht benutzen. Der Kartenshop ist aber jetzt nicht mehr so voll wie eben. Oh. Sei gegrüßt, geehrter Kunde. Wie ich sehe, hast du noch keinen Cardreader. Als Premium-Aktion verteilen wir heute an jeden Kunden einen Cardreader. Wir haben einen Cardreader, cool. Haben die Basis-Item-Tasche gelegt. Aus dem Elsen und diese diese Kampfkarten. Wir haben die Kampfkarten Recover Card C bekommen. Sehr schön. Jetzt erkläre ich Ihnen noch, wie man das Card-Read-System richtig anwendet. Erstens, die Battle Cards kannst du nur in einem Pokékampf verwenden. Zweitens, um Battle Cards zu benutzen, ziehst du die silbrige Seite der Karte durch den Kartenschlitz des Cardreaders. Drittens, das Pokémon, was gerade kämpft, erhält den Effekt der Karte. Das war's schon. Kauf doch gleich noch mehr Karten. Wir haben ein großes Angebot mit verschiedenen Karten. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Cardread-System. So, wir schauen uns halt mal an, was die hier haben. Willkommen. Eieiei. Das ist aber richtig geil. Halt sowohl Verbrennung. Das ist echt geil. Da könnten wir uns ja eigentlich mal was mitnehmen. Wir nehmen uns mal hiervon 5 mit. Und von den anderen nehmen wir uns auch nochmal 5 mit. Man kann ja nie wissen. Ich habe dieses Kartensystem noch nie benutzt, deswegen verurteilt mich bitte nicht, wenn ich irgendwas falsch mache. Aber gut. So, da ist ein Old Man. Ach, jetzt dürfen wir hier durch, alter Mann.
Sago-Landschaft. Dürfen wir hier dürfen wir unser Bicycle benutzen. Ich würde mein Haus jetzt nicht im Treibsand bauen, aber wenn man möchte, kann man das natürlich gerne tun. So, Baum zerschneiden. Den Netzball, das ist immer geil. Diese ganz verschiedenen Bälle, die sind echt ganz cool, die man in verschiedenen Regionen benutzen kann. Wir... Oh, Höhle. Oh, nicht schon wieder. Die Legende der Sago-Landschaft. Weiterlesen? Natürlich lesen wir weiter. Als Kerigo von dem Wüstenvolk aus Dema angegriffen wurde, sandte Kerigo einen Mann aus, der die Angreifer auf dieser Ebene aufhalten sollte. Am nächsten Tag glaubten die Bewohner Kerigos nicht, was sie sahen. Sago besiegt mehr als 500 Krieger aus Dema. Man sagt, dass er Hilfe von einer mystischen Kreatur erhalten hat, welche heute als Pokémon bekannt ist. Welches es jedoch war, ist immer noch unbekannt. Nach diesem Tag schloss Sago ein Bündnis mit dem Wüstenvolk Dema, sodass nun Kerigo und Dema in Frieden leben konnten. Nach den Ereignissen wurde diese Landschaft als Sago-Landschaft bezeichnet. Diese Landschaft verbindet Kerigo mit dem Fahrradweg, welche zur Nordküste und letztendlich nach Dema führt. Nach Dena führt. Oh Gott. Heute ist der Tag der schlechten Witze bei mir. Das bitte ich zu entschuldigen schon mal. Wir... Ach, da müssen wir rumschippen. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir da hin? Wir surfen hier einmal rum. Luxusball. Ja, ne, damit die auch so einen geilen Luxuseinrichtung haben, meine Pokémon. Da unten könnten wir ja nicht hinlegen. Ach, konnten wir wohl. Nehmen wir das doch erstmal. Gehen wir mal da unten erstmal gucken. Oh, da können wir uns nur den Dings mitnehmen, den Pokéball. Ein Azurill. Oh, sweet. Aber will ich nicht. Wir tauschen nicht unsere Pokémon, weil wenn Pokémon gleich ein Kampf kommt, das wäre doof. Wir können ja noch nicht mal Zerschmetterer, fällt mal auf. Deswegen gehen wir mal wieder zurück. So, da oben lang oder da unten? Am liebsten würde ich nirgendwo reingehen. Aber das lächelt mich so an, deswegen gehen wir mal da unten rein. Das sieht... Nee, da kommen wir nicht mehr zurück. Da auch nicht. Ach, wir können hier, glaube ich, einmal rumgehen, oder? Untergrund, okay. Ach, wir können hier nur... Ach, das... Ach so, das ist gar keine Riesen... Das ist gar keine Riesen... Höhle. Gut, jetzt gehen wir nochmal im Kreis, weil es so cool ist, die ganze Sache noch einmal. So. Ich finde diese Lampenanimationen, also die Schatten, immer noch geil. Das Untergrund. Alter, ist hier viel los, meine Freunde. Ich will jetzt auch nicht mit jedem reden hier. Also mit dem Typen hier, der sieht aus, als ob er irgendwas weiß. Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Hey, du bist doch ein Pokémon-Trainer. Ja. Ah, endlich wird es wieder lustig hier. Hast du vielleicht Lust, ein bisschen zu kämpfen? Ja. Gut, wenn du es schaffst, alle Trainer zu besiegen, bekommst du einen speziellen Preis von mir. Hier die Spielregeln. Es gibt in diesem Haus 10 Trainer. Du musst jeden einzeln besiegen. Wenn deine Pokémon schwächeln, kannst du sie bei mir heilen. Am PC dort drüben kannst du auch deine Pokémon wechseln. Du darfst aber nicht das Haus verlassen. Wenn du besiegt wirst, kannst du trotzdem versuchen, weiterzukämpfen. Also beginne zu kämpfen und zeig mir, dass du ein starker Pokémon-Trainer bist. Mit 10 Leuten. So. Gucken wir mal, ob wir die hier besiegen können. Simsala. Oh. Wie ich es im letzten Folge schon gesagt habe, Simsala. Nicht so geil. Aber gut. Jetzt sollten wir hier locker schaffen, eigentlich 10 Gegner zu besiegen. Und nebenbei kriegen wir noch gut Kohle. Das ist doch schön. Zwei. Oh. Nice. Fukano. Ups, das wollte ich gar nicht machen.
Ein kritischer... Hä, was für kritischer Treffer? Ich hab... Ja. Was ist denn gerade passiert? Leute, ich verstehe es nicht. Komm, wir treten ihn weg. Weg mit dir. Ein kritischer Treffer. So, nice. Nö, wir wechseln das Pokémon nicht, auch wenn der voll Pokémon hat, aber die sollten wir mit unserem Doppelkick ganz schön oder ganz schnell wegbekommen, wie ich es gesagt habe. So. Ich will kämpfen, ja sicher doch. Dann haben wir den dritten. The third man in the house is Schwarzgurt Tagero. This is Kigley. Ist Flug nicht gut gegen Kampf? Ja, ich erinnere mich doch an was. Ich bin doch nicht so alt, wie ich dachte. Nocturne. Nee, Nocturne machen wir mit Schnabel weg. Ich fand Nocturne und Kigli immer, also Nocturne fand ich cooler als Kigli, aber ich fand die einfach beide ganz coole Pokémon immer irgendwie. Waren lustig. Hat der wirklich ein KP? Ein einziges? Hier. Stirb. Stirb! Stirb! Ja. Wir sind gleich Level 39. Das wäre jetzt der dritte. Das hier ist... Ach, jetzt ist der fertig mit Lernen. Das ist ein Ass-Trainer, ein Pokémon-Trainer. Ach, hätte ich mal den nicht angeklickt. Double Kick. Komm, Aquanosh. Nein, ich will keine Wasserattacke abbekommen. Oh, gut. Das war Glück. Und das war wichtig. Das ist ein Level-Up. Der hat wahrscheinlich alle Weiterentwicklungen von Evoli, so wie es ausschaut. Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana und die weiteren, die es da gibt. Ich bin da jetzt nicht up to date, leider. So, Blitzer wurde besiegt. Flamara, wie ich gesagt habe. Die machen wir alle mit dem Doppelkick ganz gut platt. Ja, sollte, ist halt nur, dauert was, aber kriegen wir hin. Ich habe da schon so einen kleinen Ausflug vor einiger Zeit, als wir die Route gesucht haben, die richtige, haben wir schon ganz gut gelevelt. Ach ja, da gibt es ja auch das noch. Und da haben wir dann, das war schon mal gar nicht so schlecht. So, weg mit dir. Fulipurba. Ach du Gott. Das ist dieses Blatt-Pokémon, oder? Ja. Das ist natürlich auch mit Glut relativ schnell weg. So. Der muss uns aber schon 1000 Pokémon lernen geben, ne? Also, da wäre ich schon enttäuscht, wenn er uns die nicht gibt hier. 2200. Sehr schön. Das war der vierte. Das sind wahrscheinlich genau 10, ja, ja, habe ich mir gedacht. Der Käfertyp, ja. Wahrscheinlich hat er wieder 100 Pokémon. Na, 2. Was ist das denn? Kuribi, habe ich noch nie gesehen, das Pokémon. Aber wenn es Typ Pflanze ist, sollte es jetzt tot sein. Das war auch dann eine kurze Begegnung mit diesem Pokémon, aber intensiv. Kurz, aber intensiv. Kuburi müsste ich kennen. Upsalap, das wollte ich nicht. Das ist die Weiterentwicklung von... Oh, dann kenne ich den wohl auch nicht. Stirb. So, kriegen wir echt gut Kohle hier. Und nebenbei kriegen wir nachher noch einen Preis wahrscheinlich. Das ist ganz geil. Marco, Teenager. Diese Blagen hier. Gleich sind wir Level 40. Das ist echt nice. Wenn wir wieder in die echte Welt zurückkommen, da entweder sind die Trainer, die Arena leiter halt wirklich ganz gut, oder wir klatschen die einen nach dem anderen da weg, ne? Quapsel.
Habe ich auch seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Auch ein altes Pokémon. So, Logok noch ein. Guck mal, nach dem Kampf sind wir 40. Bisschen überlevelt über den anderen, wie das irgendwie immer bei mir ist. Wenn ich Pokémon spiele, ist mein Starter-Pokémon einfach 100 Mal besser als alle anderen Pokémon. Das ist dann ganz doof, wenn es tot ist, weil danach kann man eigentlich den ganzen Kampf schon abschreiben. So. Sehr schön. 120 KP schon, 107 Attacke, das ist ansehnlich. Beschwere ich mich jetzt nicht drüber. Die haben alle, sind alle so kurz angebunden. Kämpfen wir. Kämpfen wir, kämpfen wir hier, kämpfen wir da. Ja. Teddy Teddyusa, wie geil. Sind voll die Cuties hier alle. Also außer, dass die alle tot sind, aber cute sind sie trotzdem. So. Was haben wir noch so? Barschwa. Barschwa ist extrem hässlich und scheiße, aber Milotic ist ganz geil. Also da muss man schon sagen, Milotic kann man nehmen. Wir haben so viel Angriff, dass wir die alle so was schon platt machen. Unnormal. Da hätte ich jetzt nur bald gerne den EP-Teiler, dann könnte ich meinen anderen Pokémon noch ganz gut leveln. Vögelchen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, müssten wir eigentlich nur 9 Leute in diesem Häuschen haben. Das heißt wahrscheinlich, vermutmaß ich jetzt, dass der letzte Kampf entweder gegen einen super Gegner im nächsten Stockwerk ist oder dass wir gegen den alten Mann dann kämpfen müssen. Ich hoffe, der hält unsere Pokémon vorher nochmal. Wäre ganz fair. Double Kick. Funktioniert nicht, weil wir nicht treffen. Nice. Und das ist doof, weil Flug ist nicht so lustig. Flug gegen Kampf ist nicht so lustig. Ist halt der Nachteil. Wenn wir 2 Typen sind, haben wir auch 2 Schwächen. Das ist dann gar nicht mal so geil. Aber dafür haben wir natürlich auch viele Attacken, die für andere Pokémon Schwächen darstellen. So. Der müsste auch weg sein, Tauboga. So, wir kriegen doch Level 41 hier drin. Hätte ich echt nicht gesagt. Krass. So. Danach haben wir noch die beiden da oben und dann... Oh. Sammler. Ah, die haben immer geile Pokémon. Double Kick. Und Glumanda ist Geschichte. Jetzt ist Hysterie. Da machen wir Glut, dann ist das auch weg. Käfer-Pokémon. Janma. Käfer-Pokémon. Janma ist jetzt weg. Boah, die geben diese Sammler, die haben halt immer die geilen Pokémon, die seltenen, die geben ordentlich XP. So, Mugelbaum ist auch mit Glut weg. Ups. Da habe ich mich vertan. Ich denke immer, weil der aussieht wie so ein Baum, ist das ein Pflanzen-Pokémon. Aber ist es leider nicht. Das ist nämlich ein Typ Normal. Und Typ Normal hat die Schwäche Kampf. Krasse Kombinationsgeschicke hier. Bei Dumps. Gibt's auch nur bei mir, ne? Oh, Gronkh wird geschickt in Kampf. Gronkh sieht aber ein bisschen anders aus. Aber wenn Gronkh gegen uns kämpfen will, dann kämpfen wir gegen Gronkh auch. Da wäre eigentlich ein cooler Titel für die Folge, aber ich glaube, ich habe einen anderen schon. So, dann machen wir Glut nochmal. Vielleicht geht es besser. Ja, da ist Gronkh auch weg. Was ab? Verdammt, bist du Gronkh? Oh mein Gott. Kriegen wir auch immer. Wir kriegen auch keine Attacken mehr, ne? Attacken ist scheiße. Neue Attacken lernen ist irgendwie doof. Hat Logo keinen Bock drauf. So, ich lade erstmal meine Pokémon auf. Haben wir doch 9 von 10. Ja, und dann nehmen wir... Was ist das denn hier? Leko, das Elementar-Morpher-Pokémon. Ist das einzige nicht-legendäre Pokémon, welches Feuer, Eis, Elektro, Wasser, Erd- und Luftattacken erlernen kann wahrscheinlich. Ich wollte ihn gerade ansprechen. Ich habe in dem Moment Enter gedrückt. In dem Moment schlüpft unser Ei.
Und lass uns bitte... Geil, Elekid. Das ist doch geil. Damit kann man arbeiten. Wir geben dem keinen Namen. Sehr schön. Finde ich gut. Elekid ist nice. Schnösel, Danny. Weißt du, uns erst wegschicken. Und da wird nämlich aus Elekid wird Elektek. Passt ja gerade ganz gut. Aber Elektek ist für uns auch kein Gegner, wenn wir ehrlich sind. Außer, dass wir paralysiert sind, aber... Das ist jetzt nicht das Problem. Hoffe ich mal. Ist es nicht. So. Elektek besiegt. Magma, nö. Wechseln nicht das Pokémon. Doppelkick. Glut. Ja, das ist natürlich schlimm. Gegen Feuer-Pokémon Glut einzusetzen, ist bitter, ja. Doppelkick. Smog. Was will der eigentlich von uns? Irgendwie sonst irgendwelche Probleme hat er nicht. Boah, wir leveln so hart hoch im Moment. Gut, wir leveln ja auch nur ein Pokémon, aber es ist echt krass. Sichlor ist dann wohl mit Glut auch weg. Zack. Bye bye, Sichlor. See you later, Alligator. Zack. Und damit müssten wir alle besiegt haben. Und bekommen unser fantastisches Geschenk. Du hast gut gekämpft, aber deinen einen Gegner hast du noch, wie ich es sagte. Los, kämpfen wir. Ja, war klar, dass wir gegen den alten Mann auch noch ran dürfen. Gut, dass wir gerade noch geheilt haben. Gerald, was willst du von uns? Flurry sieht irgendwie lustig aus. Sieht aus wie ein... Wie ein verkrüppeltes... Aua. Ist tot, aber sieht aus wie ein verkrüppeltes... Wie hieß das nochmal? Dieses... Ah, dieses Pokémon, was sich verändert. Das hatten wir auch heute... Das hatten wir auch schon in diesem Let's Play. Boah, wie hieß er denn? Keine Ahnung. Dixos, ja. Klar. Sonst läuft bei dir oder so. Junge, Junge, übertreibt. Übertreibt dein Leben. Aber du bist tot. Also... Hoffe ich, dass ich jetzt einen coolen Preis bekomme. Vielleicht kriegen wir ein legendäres Pokémon. Wäre mal ganz angebracht. Wir haben ja schon zwei Orden. Aber ich glaube, das Spiel ist relativ langwierig, weil wir jetzt den zweiten Orden erst haben. Du hast gut gekämpft und gezeigt, dass du ein starker Pokémon-Trainer bist. Dafür hast du da was verdient. Ein Flurry, ja. Nice. Nö, wir brauchen keinen Nicknamen. Zum PC. Das ist ein Flurry. Das Morph-Pokémon. Wenn du es gut trainierst, wirst du ein sehr starkes Pokémon und unglaubliche Attacken haben. Dazu gibt es noch das hier. 5 Variabilitätssteine. Cool. Aktivierst du diese Steine, wirken sie sich auf die letzte Entwicklung von Flurry aus. Als du noch mehr über diese Pokémon-Reihe wissen willst, kannst du gerne ein paar Bücher rechts in den Schränken durchschauen. Wo haben wir denn hier noch Bücher? Hier. Hier stehen Bücher mit interessanten Fakten über... Nee, will ich nicht. Nein. Nein, nein. Das wollte ich nicht. 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 Hier, Flurry. Ja, es gibt zwei. Hä? Nein. Hallo? Leku. Nein. Was haben wir noch hier? Flurry. Da ist es doch. Flurry ist ein Morph-Pokémon und steht somit in Verwandtschaft mit Ditto. Ja, Ditto war der Name, genau das meinte ich eben. Auch Flurry kopiert seine Gegner und seine Attacken mit der Attacke Wandler. Doch im Gegensatz zu Ditto kann sich Flurry auch ohne jene Attacken auch mit anderen Attacken zu nutzen machen. Darum kann diese Evolutionsreihe jede Attacke beherrschen, da sie sich so umformen können, um jede Attacke einzusetzen. Klingt geil, nehmen wir auch direkt mal mit, würde ich sagen, auf unsere Reise. Und wen schmeißen wir dafür weg? Ja, wir nehmen... Flurry nehmen wir mit. Weiblich. Und hauen dafür... ja, ich würde sagen, Elekid hauen wir erstmal raus. Auch wenn es cool ist, aber... Ich finde, Flurry hört sich ein bisschen interessant an im Moment. Wir können das ja am Ende immer noch alles leveln. So. Und dann gehen wir mal hoch. Können wir den Rad benutzen? Nö, natürlich nicht. So, hoch.
nach oben wieder. Dun, 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 dun. So. Und diesen nächsten Trainerkampf werden wir dann gleich bestreiten. Gleich heißt nicht jetzt gleich, sondern in der nächsten Folge. Wir haben heute relativ viel geschafft. Wir haben ein neues Pokémon bekommen mit Fluri und das klingt doch schon mal geil. Dafür mussten wir zwar 10 Pokémon-Trainer besiegen, das haben wir geschafft. Und in der nächsten Folge schauen wir dann weiter, wo unser Weg uns noch hinführt. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag oder einfach nur einen schönen Tag und sage ciao, ciao.